liebe Leute, ich möchte euch heute wieder ein tolles Lehrvideo zeigen. Wir haben jetzt wieder eine super coole Intensivwoche und heute haben wir wieder zwei bekannte Gäste wieder mal auf der Intensivwoche. Und ich zeige euch hier eine tolle Übung, die ihr mit eurem Pferd machen könnt. Ihr könnt ja neben eurem Pferd oder vor eurem Pferd bestimmt ganz gut hergehen. Aber habt ihr schon mal versucht, euer Pferd zu führen, ohne es zu halten, indem ihr auf der Höhe von der Sattellage seid, also auf der Rückenhöhe, vom Boden aus oder auf der Höhe vom Widerrist und trotzdem das Pferd schicken könnt und stehen bleiben könnt. Also ihr seht gerade wunderbar, wie die Besitzerin das macht. Du kannst schon wieder weitergehen. Das heißt, die Besitzerin hat nur das Seil quasi als Notseil in der Hand. Ansonsten agiert sie hauptsächlich mit dem Stick. Sie geht mit dem Pferd los, indem sie auf der Höhe vom Rücken steht und das Pferd vorwärts schickt. Das heißt, das Pferd muss selbst die Verantwortung übernehmen. Vorwärts gehen und an der Form beim M wird sie dann einfach stehen bleiben, indem sie ausatmet und sich entspannt. Ganz gleich wie beim Reiten. Ja, ausatmen, entspannen, Stimmhilfen. Und mit dem Stick kann sie ihr dann noch sagen, geh noch mal ein bisschen zurück. Das ist eine tolle Übung, die könnt ihr daheim probieren mit euren Pferden. Aufpassen natürlich, nicht in der Kickzone sein bei Pferden, die noch etwas jung sind oder das noch nicht so gut kennen. Da gehört auch natürlich viel Vertrauen dazu, dass ihr da nicht irgendwie, dass das Pferd sich nicht schreckt oder ihr nicht da getrampelt werdet, totgetrampelt werdet. Aber es ist eine ganz tolle Übung. Also nicht nur vorne, sondern auf Höhe vom Kopf, auf Höhe von der Schulter, auf Höhe von der Sattellage und dann später auch auf der Höhe von der Gruppe und schlussendlich dann hinterm Pferd. Und hinterm Pferd wäre zum Beispiel auch der Blanche. Ja? Also probiert es aus. Entspannt euch, dass mit euer Pferd stehen bleibt. Schickt es etwas zurück und dann streichelt es. Okay? Ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren schreibt, wie es euch dabei geht. Danke, tschüss!